Da marschieren sie ein, die Kindergartenkinder, durchs Nehemiah-Tor. Ganz aufgeregt, weil heute kommt ja wahrscheinlich der Weihnachtsmann und es ist eine Weihnachtsaktion geplant. Das wissen sie alle und die Eltern haben sie deswegen richtig, richtig schick gemacht. Genau, auch die Eltern dürfen rein. Die warten jetzt in der Kirche. Und die Nela müsste jetzt auch gleich kommen. Ich hoffe, die kommt gleich, weil die muss das Ganze gleich anleiten. Also wir sind hier gerade mitten in der Vorbereitung. Wir haben hier Puderzuckerkleber gemacht und hier eine ganz einfache Bastelei. Wir machen hier so eine kleine Kekskrippe mit all den Zutaten, die man in Madagaskar so findet. Zum Glück sogar auch Puderzucker. Denn unten haben sich jetzt schon alle Eltern versammelt in unserer Kirche und wir werden heute ein schönes Weihnachtsfest haben mit dem Kindergarten und mit den Eltern vom Kindergarten. Ihrer super süßen Show-Einlage durften die Kinder zusammen mit ihren Eltern eine Kekskrippe basteln. Das hat allen viel Spaß gemacht und einige Kinder hatten auch ihre großen Geschwister mit dabei, die auch ganz eifrig mit am Start waren. Aber halt, irgendjemand fehlt doch noch. Ja! Und danach gab es natürlich Geschenke. Und zwar nicht nur für unsere Erzieherinnen, nein, natürlich auch für jedes Kind. Thank you.
Oh, hallo und guten Morgen. Wer steigt denn hier alles aus? Guten Morgen. Ah, ja, unsere Weihnachtsbescherungszeit geht weiter. Und diesmal sind wir mit Verstärkung unterwegs, denn meine Eltern sind aus Deutschland angereist. Oma und Opa sind da und zusammen werden wir heute auf Lamm fahren und den Kindern eine schöne Überraschung bescheren. Die Aktion, die Angelie, die Lalana, die ist ein Hinspiel. Amen. You started the story of a baby born in Bethlehem. It entered the glory of the spotless land being raised again. Wir sind angekommen in Ambuhibe, dem Ort, wo Priska, eine von unseren Mitarbeitern, arbeitet. Und das ist eine Außenstelle hier von Nehemia. Da erwarten uns jetzt wahrscheinlich 200 Kinder. Und die ersten davon, die laufen schon hier an der Straße entlang. Die wissen, was heute los ist. Salame! So, das waren jetzt die letzten Meter. Und die ersten Leute warten hier schon. Salamo! Aber wir müssen jetzt irgendwie in dieses Büro heimlich die Geschenke reinbringen, ohne dass sie es merken, dass wir Geschenke dabei haben. Okay. Das hier ist die Priska. Und du so. Wir gehen jetzt nämlich ins Büro. Das wird jetzt sozusagen nicht mehr die Außenstelle für Bibelhefte sein, für heute jedenfalls, sondern für unsere Weihnachtsaktion, Außenstelle vom Weihnachtsmann. Okay, das hier ist unser Büro. Das mieten wir an monatlich und da verteilen wir an die örtlichen Leute hier, wahrscheinlich so 200 Familien, Bibelhefte, die sie jeden Monat abholen. Ah, das sind sie auch. Okay, das ist heute unser Arbeitsplatz. Bevor wir aber loslegen mit unserem Projekt heute, wollte ich dir mal jemanden vorstellen. Wer bist du denn? Ich heiße Priska. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder, 3 Jungs und ein Mädchen. Wir wohnen hier in Ambuhibe, in dem Bezirk Mainzi. Und was ist deine Arbeit hier? Meine Arbeit hier sind die Bibelhefte von Nehemia. Jeden Montag hole ich am Center die neuen Bücher ab und verteile sie an die Orte, für die ich verantwortlich bin. Das ist am Dienstag, Mittwoch und Freitag. Am Samstag leite ich als eine der Verantwortlichen den Club Davida für Nehemia, für die Kinder und Jugendliche. Ich helfe dabei Fitiavana. Außerdem bin ich Sozialarbeiterin und verantwortlich für die Nehemia Krankenversicherung hier in Ambuhibe und der Umgebung. Ja, vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt habe ich eine letzte Frage. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich erbitte mir von Gott, dass mein Ehemann wieder gesund wird, dass er wieder vollkommen gesund wird. Er kann nämlich nicht laufen. Ich allein bin für den Haushalt und die Arbeit verantwortlich. Es gibt niemanden in der Verwandtschaft, der helfen kann. Daher bete ich zu Gott, dass mein Mann wieder gesund wird. Das ist mein Wunsch für Weihnachten und das neue Jahr. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Soch. Socha Pizzaka. Socha tu. So, auf geht's zum Geschichtenort. Mal schauen, wie es ausschaut an dem Ort, wo wir die Geschichte erzählen dürfen heute. Cool. You started the story of a baby born in Bethlehem. It entered the glory of the spotless land being raised again. The earth is rejoicing, heaven and nature sing. It's Christmas morning, come and see what the Come and see what the angels see this land.
Kinder der Geschichte lauschen, hat sich Stefan zusammen mit unseren Kindern schon mal fortgeschlichen, um etwas vorzubereiten. Das Ziel ist jetzt, Kinder, dass wir aus diesem Tisch hier einen Geschenketisch machen, der ordentlich aussieht, sodass die Kinder, die dann hier reinkommen, sich freuen können, weil sie eins der Geschenke aussuchen dürfen, die auf dem Tisch liegen. Was dürfen sich die Kinder aussuchen? Barbies, Spielzeugautos, Bälle oder Puppengeschirr. Ah, cool. Was würdest du aussuchen, Jaro? Die Barbie. Ja, das suchen die meisten Jungs aus. Wir haben auch extra gute Qualität gekauft, damit er möglichst lange hält. Wir sind bereit! Ich habe gerade den geheimen Anruf von der Nela erhalten. Wir sollen jetzt kommen. Also müssen wir uns sputen, damit wir nicht lange warten müssen. Alle drauf! Und dieser Riesengeschenk. Joy to the world, he has come. It's Christmas joy. Everyone in the song of Christmas joy to the world. Was ist wohl das Wichtigste an Weihnachten? Fragte der Weihnachtsmann und eine Frau aus der Menge, die meldete sich und die sagte, das Essen. Ja, daraufhin schaute der Weihnachtsmann nochmal in die Runde, worauf sich ein Junge meldete, der meinte, die Geburt von Jesus. Und genau das ist es, was Weihnachten ausmacht. Jesus, unser Retter, ist an Weihnachten geboren und genau das feiern wir. Der Weihnachtsmann erklärt den Kindern das Evangelium und alle hören gespannt zu. Ja, wir sind bereit. Jetzt können die Kinder nach und nach hier reinkommen und sich eine Sache aussuchen. It's Christmas joy, everyone in the song of Christmas joy to the world, he is come. Der Grund, warum wir uns bei der Weihnachtsaktion dieses Jahr für den Ort von der Priska entschieden haben, ist, wir sind oft mit dem André unterwegs, ne? Ja, und der André, der geht, ist outgoing, ja, und der ist voll der Motorcycle-Pastor vom Herzen her. Aber die Leute, die auch gute Arbeit machen, aber ein bisschen stiller sind, die darf man nicht vergessen. Und als wir die Priska damals gefragt haben, wollen wir zu dir gehen an den Ort, hat die sich so mega gefreut, ne? Und da haben wir gesagt, ja, also stille Wasser gründen tief. Und sie ist eine der Mitarbeiterinnen, die richtig gut ist. Und die mir auch sozusagen, ja, der meine Freude machen wollen, wenn wir zu ihr kommen. Und dann kennst du auch gleich noch mal einen neuen Mitarbeiter, weil es ist nicht nur der Angie, sondern wir haben mehrere Sozialarbeiter, die hier bei Nehemia arbeiten und die Priska ist auch eine von mehreren. Genau. Und ich finde heute, es war richtig cool, mir hat es voll Spaß gemacht. Die Kinder waren überglücklich, das war sehr, sehr schön zu sehen, wie dankbar sie die Geschenke entgegengenommen haben und jetzt noch überall hier im Dorf rumlaufen und mit den Autos spielen und mit den Fußbällen, das ist sehr schön.
Okay, ich glaube, wir genießen dann später auch noch unser Weihnachtsfest zu Hause. Mit Oma und Opa. Danken hier an dieser Stelle allen, die dafür gespendet haben, für diese Weihnachtsaktion und alle unsere Spender und Freunde, die überhaupt die Arbeit hier ermöglichen, die wir machen können. Vielen, vielen Dank dafür. Wir verabschieden uns und verraten jetzt aber noch zum Abschluss. Unser nächstes Video wird sehr, sehr cool. Wir werden nämlich irgendwo hingehen in Madagaskar, wo wir vorher noch nicht waren und was dich bestimmt interessiert. Und es wird heiß. Genau, es wird sehr heiß. Genau. Aber jetzt erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.